Die Frau entdeckte den leblosen Körper komplett entkleidet in einer Böschung zwischen Westring und Rednitz. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Die Identität der Person ist noch unklar. Wir können lediglich sagen, dass es dem äußeren Anschein nach ein Mann zwischen 50 und 60 Jahren sein könnte. Der Mann trug keinen Pass bei sich. Auch die Fingerabdruckdatei der Polizei führte nicht zur Identifizierung. Am Abend sperrte die Spurensicherung den Tatort ab. Die Kriminalpolizei richtete eine 20-köpfige Ermittlungskommission ein. Ansonsten beschäftigen die Ermittler der Mordkommission momentan vordringlich folgende Fragen. Zum einen, wer ist der Tote und unter welchen Umständen kam er zu Tode? Ein wichtiges Beweismittel ist ein schwarzer leerer Rollkoffer, der neben dem Mann lag. Auffällig sind die hellen Applikationen im Bereich der Reißverschlüsse, die hellen Rollen und der helle Ausziehgriff. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn sie etwas in Bezug auf den Koffer, eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug zwischen Westring und Rednitz gesehen haben, setzen sie sich unter der 0911 2112 4x3 mit der Polizei in Verbindung.